Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 4. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir ja da drüben auf der Seite schon alles geräumt haben. Jetzt machen wir hier weiter. Also zumindest geräumt haben, was wir machen konnten an Räumung. Ich lasse mich mal überraschen, wo wir hinkommen. Falls wir überhaupt irgendwo hinkommen. Weil hier kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Okay. Gucken wir mal, was hier so sich an Sachen aufhält. Oder befindet, sag ich mal so. Gut, aber grandioserweise anscheinend nicht viel. Das war jetzt mein eigener Fauxpas. Das hätte auch nicht passieren dürfen eigentlich. Moment. Ah, Moment, ich muss hier sowieso runter anscheinend, oder? Ja, gut. Dann kann ich ja hier runter. Mach mal ein Licht innen an. Und. Freue mich darüber, dass wir hier wieder Sachen finden. Übrigens, Leute, zu dem Zeitpunkt, wo ich hier aufnehme, ist es ungefähr eine Stunde, bevor mein Paket kommt mit meiner VR. Ich werde hoffentlich dran denken, auch ein Unboxing dazu zu machen. Und ja, ich lasse mich mal überraschen, in welchem Zustand die ankommt. Ich habe nämlich schon oft gehört, dass ja, es ab und zu Schwierigkeiten geben kann, dass sie nicht heil ankommen, die Sachen. Ich bezweifle das aber sehr stark, möchte ich mal dazu sagen. Also, sorry, ein Unternehmen, was halt ja, sehr viel im Jahr Umsatz mit sowas macht, wird bestimmt nicht, ich sag mal so, unvorsichtig die Pakete losschicken wollen. Also das ist halt schon mal klar. Das heißt, es sollte irgendeine Art Absicherung geben. Sei es halt mit viel Polstermaterial im Karton oder. So, jedenfalls haben wir jetzt hier alles gesammelt. Was allerdings nicht, was das sonst gebracht hat. Außer nichts. Einmal so nur Reserven für mein Inventar. Hier können wir auch nirgends längs. Dann gleichen wir uns doch mal wieder. Ganz stumpfsinnig gesagt. Na gut. Dann gucken wir mal in Tür Nummer 3 rein.
Bereich Nummer 3. Wie guckte da so wichtig hoch? Ah, da ist man sowas hinter einem Gitter. Und Mission gleich Munition für eine unserer Waffen, Munition für die andere Waffe. Was ich ja in späteren Teilen besser fand, oder allgemein besser fand in Tomb Raider in späteren Teilen, dass es nicht mehr so absurde Waffen gab, sag ich mal so. Klar gibt es sie immer noch in irgendeiner Art und Weise. Gut, wir haben jetzt nochmal die Schrotflinte gefunden, das heißt im Endeffekt nur noch mehr Munition. Und ja, ich habe das doch richtig gesehen, da liegt auch noch Heilung. Was ich sagen wollte, wie gesagt, sowas wie Raketenwerfer, das hat man nicht mehr einfach so random, weil ist auch ein bisschen übertrieben. Was haben wir denn hier? Eine Statue? Eine Phönix-Statue oder sowas in der Art? Oder nee, Quatsch, nicht Phönix. Horus. Eine Horus-Statue. Und die müssen wir anscheinend per Knopfdruck. Ach so. Okay, wir sollen den Knopf drücken, dann sollen wir da aktivieren und dann. Ja, gut. Scheibenglasser. Gut, dann machen wir das jetzt nochmal im Schnelldurchlauf und deswegen mache ich einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich wieder alles eingesammelt habe. Von daher, bis gleich. So, Leute, jetzt habe ich alles eingesammelt. Speicher nochmal. Und prüfe mal ganz kurz nach, was das hier für ein Wassergraben ist, sag ich mal so. Und gucke halt, ob da was überhaupt ist. Okay. Oh, sorry, da musste ich kurz niesen. Gut, jetzt ist da noch nichts, aber ich gehe mal von aus, vermutlicherweise wird das später was sein, wenn wir die Horus-Statue? Ich glaube, ich habe es ja überhaupt richtig. Oder warte mal. Raser Sonnengott. Nee, Quatsch. Doch, Raser Sonnengott. Tote Yamun ist der Unterwelt. Ja, doch. Horus müsste der Sonne sein und dementsprechend diese Vogelfigur ähnliche Form haben. Deswegen kommt das auch hin. Somit haben wir tatsächlich Horus. Oh, wir haben inzwischen mal das Ende erreicht. Das heißt, wir können den ersten Speicher mal wieder überspeichern. Okay, jetzt ruckelt es ein bisschen. Warte mal, hier ist eine Katze abgebildet. Ah, warte mal, Horus. Ja, okay. Das heißt, hier muss Horus rein. Also die Basis zumindest.
Gut, und da ist tatsächlich eine Tür aufgegangen. Das heißt, wir müssen nochmal dahin. Was ich mich gerade aber frage. Ich habe hier gesehen, dass hier noch eine Tür ist. Ach so, das führt hier hin. Ich sehe schon. Okay, da kommt man wahrscheinlich später hin, wenn man alles erledigt hat, gemacht hat. Dann kommt man da wahrscheinlich hin. Was ist eigentlich das hier? Okay, da komme ich nicht ran. Sehr schön. Also nicht schön, dass wir da nicht rankommen, aber sehr schön, dass ich es weiß. So meine ich das. Gut, dann kletter ich mal hier raus. Und das habt ihr ja eigentlich schon im letzten Part gesehen, deswegen denke ich mir mal, wird das nicht sonderlich spannend für euch sein. Und deswegen mache ich mal ganz kurz einen kleinen Cut, bis wir hier raus sind. Von daher, bis gleich. So, da kommen wir soeben oben an. Ich muss jetzt nur noch hier raus dackeln. Was ich nochmal prüfen wollte. Ah, tatsächlich. Huch. Na komm. Geht das nicht? Ah, gut, hier kann ich mich ranklammern. Da ist, wenn ich gucke, Kurtland nichts. Gut. Gut, gut. Weil ich nicht weiß, ob was auf mich zukommt oder nicht, ziehe ich die Kniffen immer schon mal. So, wir speichern erneut mal wieder. Oh, und kommen in den nächsten Bereich. Okay. Hätten wir irgendwo eine andere Statue noch finden können? Weil, wie gesagt, da war ja noch ein Feld für eine andere Statue. Ist das dein Ernst, Sarah? Ja, gut. Man sieht aber eine Sache gut, die Polygonauflösung ist im vierten Teil noch ein bisschen höher. Aber darum sollte es jetzt eigentlich gar nicht gehen. Da sind wir gerade rausgekommen aus dem Bereich, ne? Ich gucke erstmal links. Okay. Ja, Tomb Raider 4 ist ein wenig eigen mit der Steuerung, ich merke schon wieder. Aber gut, hier links ist nicht viel. Das beruhigt mich schon mal insofern, dass ich halt. Ja, okay. Steuerung sollte man vielleicht doch üben, bevor man hier vernünftig Tricks abziehen möchte. Und Lara sollte auch die Steuerung natürlich erkennen, in dem Fall, was man dann drückt. Wie ich nämlich schon mal festgestellt habe, ist die Steuerung nicht hundertprozentig smooth, ne? Deswegen sollte man wissen, wann drückt man welche Taste, damit Lara auch erkennt, dass man die Taste gedrückt hat. Na gut, wie dem auch sei. Wieder die Kniften rausholen und gucken, dass man nicht überrascht wird.
ist auf jeden Fall was. Praktisch, dass da nochmal Lampen sind, wenn man schon welche benutzt, dafür, dass man sieht, dass da welche sind, macht das sogar erschreckend Sinn. So. Okay. Gut, jetzt hier noch mal hoch. Auch hier noch mal. Ein wenig vorsichtig sein. Ach, du willst mich verarschen, die können einen vergiften. Okay, und warte mal, ich speichere mal vorher, weil ich will wissen, ob das irgendeine Auswirkung hat. Also ob's. Also außer dass das Bild halt wabert. Gut. Es sieht halt nicht mehr so viel wie im dritten Teil, die Vergiftung. Es ist halt wirklich mehr der Fokus auf dieses Wabern gelegt gerade. Aber das soll uns mehr beeinflussenderweise stören, sag ich mal so. Okay. Jetzt ist diese Cutscene hier quasi auch nochmal so. Okay, cool. Okay, das ist nicht cool. Der Boden verschwindet ein bisschen dadurch. Gut. Dann so sehen wir, der Herr kommt an. Hinterher! Und ja, er schickt seine Leute halt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach eine Heilungsgeschichte draus, weil. Genau. Weil dieses Wabern ist ja im Kopf nicht auszuhalten. Gut, und wir sollen anscheinend jetzt zusehen, dass wir uns mal, sag ich mal so, sporten, ne? Da war ich zu früh gesprungen. Oder vielleicht zu sehr auf Ecke. Ich weiß es nicht so genau. Okay, hier kriegen wir nochmal die Heilung wieder, die wir gerade verbraucht hatten. Haben die Entwickler direkt mitgedacht, dass man eventuell doch vergiftet werden könnte. Und haben daran so mitgedacht, zusätzlich eine Heilung hinzupacken für uns. Und kommen direkt wieder in den nächsten Bereich. Okay. Man sieht auch hier einfach im vierten Teil viel mehr Texturdetail halt, also auch Verliebtheit in Detail an sich, also dass halt alles sehr detailliert gemacht ist.
Oh, hallo, Coco. Hier ist es, Coco. Ich habe schon irgendwie sowas tapsen gehört, wusste aber nicht so ganz, was ist gerade Phase. Aber gut, ich würde sagen, wir speichern nochmal. Und gucken mal, was das für uns an sich bedeutet. Okay. Hier ist irgendwas in der Mitte. Wir können allerdings nicht drauf zugreifen aktuell. Nicht dran hochklettern, okay. Das verstehe ich jetzt nicht, deswegen gehe ich nochmal zurück. Lara? Lara! Danke. Also hier ist auf jeden Fall nichts anscheinend. Ah ja, okay, das ist auch noch eine Neuerung. Wir werden ja leicht bläulich übrigens unter Wasser. Ja, grandioserweise vergessen, darauf hinzuweisen. Gerade bei den ersten Stellen, wo Wasser war. Wandelnden Handtaschen, ne? Also, das tut mir leid. Gut, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat von den Spielentwicklern, aber ich finde es nicht gut. Würde ja lieber ungestört leben lassen, die Tiere, aber naja. Wir müssen uns ja ein bisschen schützen, ne?
Ja, ich benutze die Leuchtfackeln, Leuchtelemente, nenne ich sie jetzt einfach mal, häufiger als in den ersten Parteien. Einfach auch schon, weil, ich sag mal so, wir grandioserweise hier so gut wie kaum was sehen. Und ja, ich hatte das auch in einem oder anderen Part festgestellt, dass es wirklich schlecht zu erkennen ist an manchen Stellen. Also bitte nicht mehr meckern, danke. So. Okay. Kurzer Ruckler, das merke ich gerade. Aber vielleicht ist das das beste Zeichen, um einmal zu speichern und um zu sagen, dass es im nächsten Part weitergeht. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach dementsprechend beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao, tschüss.